Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Fiesta Online. Ich bin's, der Blick. Und, ja, der Icon Pressive ist noch da und fragt mich gerade, wann ich 125 werde. Vielleicht in 2 bis 3 Jahren. Ich habe keine Ahnung, wie gesagt. Es geht ja momentan wirklich relativ schnell. Ich weiß nicht, ob das immer so bleibt oder ob es schneller geht. Also ich denke mal, ehrlich gesagt, wenn ich die ehrliche Antwort gebe, oh, Red Tiger hat sich eingeloggt. Hallo Red Tiger. Wenn ich ehrlich bin, denke mal, nächstes Jahr müsste es vielleicht klappen, weil wie gesagt, ist vorausgesetzt natürlich, dass das Leveltempo bleibt so. Nee. So, hoppsa, Husten. Vorausgesetzt, das Leveltempo bleibt so, dass man hier so durch die Levels durchrusht, kann es durchaus sein, dass das nächstes Jahr irgendwann wird. Ich meine, sind ja nur noch, in Anführungsstrichen, nur 20 Level. Aber auf jeden Fall, wenn dann Ende des Jahres. So. So, erstmal die Schweine loswerden hier. Und jetzt habe ich hier ein Problem. Ich kann die Quests gerade nicht annehmen, weil da hier zu viele Quests davor hängen. Wertvolle Antiquität. Was ist ein wertvolle Antiquität? Weißt du was, ich habe eigentlich genug Quests, komm. Arschgeleckt. So. Nee, ich muss erstmal nur, ich sollte aufpassen, ich sollte wenigstens die Quests, wo ich jemanden annehmen muss, mit so. Gregor, der ist da drüben. Okay, Priesterschülerin Median, Griffin, okay, das war richtig. Ruminus und so. Okay, Griffin und Gregor, Webster lassen wir erstmal. So, unglaubliche Antiquitäten, ja, jetzt ist gut hier. So, Laplan-Prinz, ja, jetzt habe ich hier 2 bekommen, das ist toll. Willst du meine Ora-Kette kaufen? Gegen Taler? Nee. Nee, wie gesagt, Ingame-Geld habe ich eh nicht so viel und da kaufe ich nichts und ja, aber trotzdem danke für das Angebot. Nee, komm mal, bei Kasse, komm mal, aber danke für das Angebot. So. Wobei ich nicht mal weiß, was eine Ura-Kette ist, ob die gut ist oder nicht, aber das ist egal gerade. So, Quest beenden. Jetzt habe ich hier 2 Quests. Ich habe ich da drüben noch. Ja, okay. Dann gab es hier drüben schon wieder eine Folgequest. Das ist gut zu wissen. Dann nehmen wir die auch noch mit ein hier. Grund des Unentschlossenheit. Okay, da hätten wir die auch. Da gibt es nur. Die ist selten. Da gibt es nur ein paar Stück. Ja, mein Money ist aber auch selten. Ja, und wie gesagt, ich will jetzt nicht unbedingt, ich will ja keinen Char haben, der hier das High-End-Level-Equipment hat. Ich will ja gut durchs Spiel kommen, mehr will ich gar nicht. Ich bin vollkommen zufrieden, ein ganz normaler, unnormaler Typ zu sein. Ja. So, Priesterschülerin Median, die stand hier oben. Oben. Die stand oben. Dann gehen wir mal hoch. Haben hier oben schon bald wieder was zu tun, das ist gut. Wir können, wenn wir schon zur Median gehen, gleich mal die Schneckis einmal eine Runde mitmachen. Das schadet ja nur auch nicht. Eine Runde Schnecken ums Verrecken. Wollen wir die Schnecken mal abchecken. Wir haben ein paar Seelentempel-Quests wiederbekommen. Ist gar nicht so schlecht, finde ich gut. Dann haben wir auf jeden Fall nochmal den Grund, da reinzugehen. Ich mag den Seelentempel eigentlich. Ich meine, ich war früher ewig drin. Da habe ich ihn dann gehasst, als ich dort drin Schatten gegrindet habe. Aber ja, jetzt mag ich den. Ich weiß auch nicht, warum. Es ist halt so. Ja, ist irgendwie seelentempelisch. Ne? Weißt, was ich meine? Richtig schön seelentempelisch. So. Einmal durch die Schnecken durch. Schnecken durch, du Lurch. Und dann gucken wir mal, wie viele Quests und wo wir noch was annehmen müssen. Ich hoffe, Median hat jetzt nicht wieder dasselbe Problem, dass ich da eine Quest, die ich abgeben muss. Ja, ist egal. Wir haben eigentlich tausende Quests zur Verfügung. Ich denke, es dürfte kein Problem sein. Im Notfall haben wir ja noch die Schwarzbären, soweit ich mich erinnere, im nächsten Level. Also wenn ich jetzt doch ein bisschen zu verschwenderisch bin, ja, sorry. Ist halt so. So. Amigo von den Giftzwergen und Surius von Heaven Star von Surius Gilde ist jetzt aber und gegen 300 Kader und sie ist dir. Oder meinst du knappe Kasse im Real Life? Beides. Ja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich bin ja jetzt kein mega großer YouTuber, der hier irgendwie YouTube Money verdient. Und wie gesagt, letzten Endes. Oh nein, nicht noch eine. Ja, ist gut jetzt. Ja, endlich annehmen. So, Gear 2. Bitte eine Nachricht. Ja, wenigstens haben wir hier eine Quest zurückgekriegt. Leben durch Datoren. Okay, was? Okay. So, hier.
Oh, jetzt ist es gut hier. Oh, Median. Mensch, du versaust mir meine ganze Liste. Das waren alles Quests, die ich eigentlich gar nicht abgeben wollte. Ich gehe trotzdem von aus, dass ich das nächste Level locker schaffe. Aber man weiß ja nie. So. So. Also noch eine Quest möchte ich ungern abgeben. Ich guck mal, was jetzt Ruminus und Eldris meinen. Darum gehen wir mal nach Rumen. Flop. Also wenn der jetzt noch eine Quest hat zum Abgeben, wird schwierig. Eldris weiß ich auch nicht. Wir werden sehen. Will ja eigentlich nicht so viele Quests aufgeben. Ich hätte dann doch vielleicht doch nicht so viele machen sollen. Ah nee, Eldris. Hier kann ich nur annehmen. Das ist toll. Das ist toll. Ich meine, ich habe jetzt zwar wieder Wiederholungsquests bekommen, die nicht auf der Liste standen. Das ist aber auch gut. Aber ja, es könnte besser sein. So. Blub. Brauchst du den Schlüssel fürs Nest? Nee. Hab ich doch schon. So, die also nicht. So, früher war ich ein Meisterschütze, da mindestens wenigstens einer habe ich noch übrig. So, offene Wunden in Alberstol von NPC Taylor, den ich nicht kenne. Und Elfenlord Eldris, da haben wir was. Die anderen nicht. Also Eldris noch und dieser Taylor. Okay, also ab nach... Ja, da brauche ich jetzt keine Rolle nehmen. Flup, flup, flup. Hier lang. Und ab nach... wo ist denn Eldrin? Da. Schlup. Jetzt wird dunkel. Naja, Halloween. Oh, genau. Ja. Ich meine, wenn wir hier gerade da sind, ein bisschen Halloween wäre auch was Schienes, ne? Könnte man durchaus mal machen. Eine Halloween-Quest. Oh, ich habe hier zwei Quests zum Annehmen. Ist das Taylor? Ne, das ist doch nicht Taylor. Das ist Nina. Nina wird die Halloween-Quest haben. Das, so wird es sein. So, Spielmeister Daikit hat noch eine Quest. Aber die lassen wir. Ne, hier ist eine. Das weiß ich auch nicht. Wir werden es gleich sehen. Ach, Nina war die Quest... die ja nicht ging. War das so? Bin mir nicht sicher. Ich nehme sie mal an und dann sind wir weiter. Ich habe es schon wieder vergessen. Ist schon wieder ewig her. Aber naja, was willst du machen? Und wenn wir jetzt gerade da sind, machen wir wirklich auch mal die Halloween-Quests mit. Das schadet ja nun nicht. Mittreten, Kraftfelder. Das ist auch eine 1-Mission. Das heißt, hier gibt es auch eine Folgequest. Das ist toll. Und ich gehe ganz schwer davon aus, dass ich diese Folgequest auch im nächsten Level noch machen kann. Das ist noch tollerer. So ist es nämlich dann so, dass ich auf jeden Fall genug habe. Bin ich zuversichtlich. So. Was hörst du für Musik? Gute Frage. Sehr gute Frage. Gute Frage. Guck mal. Nix. Besonderes. Denke ich. Ja, eigentlich so. Die Richtung Rock, aber dann nicht unbedingt Hard Rock, sondern ganz normal Rock und halt Pop und sowas. Also sonst großartig, wie gesagt, ich bin jetzt nicht so der große Musikfan. Ich war noch nie der Musik. Klar, okay, mein und natürlich Insane Sword. Und Insane Sword. So. Und natürlich mein Cousin, also der, wie gesagt, er hat gute Sachen dabei, nicht alle. Aber einige. Kampfabzeichen, unbesiegbarer Held ist das. Okay, die lassen wir mal weg. Weil, wie gesagt, ich will ja nicht Kampfabzeichen machen. Und wenn ich jetzt noch eine Quest, wird ja doof. Nee. So. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, natürlich höre ich die Lieder von meinem Cousin noch mit. Ansonsten bin ich groß nicht so der Musikfan. Ich habe zwar, schon vieles gehört. Und vieles, ich habe auch viele Lieder, die ich gerne mag. Aber ja, ist jetzt nicht so... dass die irgendwie besonders sind. Es sind oft genug auch Charts-Lieder dabei, die einfach so in den Charts mal durch die Gegend hoch und runter dudeln. Und da sage ich auch, ja, okay, warum nicht? Das kommt doch manchmal in deinen Videos, oder? Ja. So. Und da sage ich, ja, warum nicht? Warum soll man das nicht tun? Aber, naja. So, der Vorteil ist, dass wir so viele Quests abgegeben haben. Wir haben einen Haufen Platz im Inventar. Das ist schon mal ganz gut. iGameBreaker steht gerade ein bisschen vor den Süßigkeiten, Mann. So, Margaret, komm mal her. So, gib mir Süßigkeiten oder... Ja, ich muss erstmal welche zurückholen. So war das ja. Die gestohlenen Süßigkeiten, die gab es, glaube ich, in Rumen. Rumen. Und zwar nicht in Rumen selbst, sondern eins davor irgendwie. Komm, gehen wir mal raus aus dem Portal und hoffen, dass ich hier richtig bin. Halt eine Weile her. Ich kenne mich in den unteren Leveln jetzt nicht mehr so gut aus. Mal die ja auch ein bisschen abgeändert wurden. So. Plopp. Da sind doch ganz gut dabei. Juhu. Bleiben. Da liegt sogar noch eine gestohlene Süßigkeit rum. Das ist toll.
Die kann ich gleich mal zurückklauen. Ah, ne, geht nicht, schade. Aufhaben, heben nicht erlaubt. Na toll. So, welcome, schreien die Schleime. Na toll. Dankeschön. Ich freue mich richtig willkommen hier, wenn ich euch töte. Ja. Schleim. Schleim. Jawohl. 6 von 30. Woo. Wie findest du Haftbefehl? Muss ich dazu sagen? Tja, keine Ahnung. Mir fällt jetzt auf die Schnelle gar kein Song von Haftbefehl ein. Also insofern, keine Ahnung. Mir fällt gerade kein Song von denen ein. Ich sag ja, wie gesagt, ich bin halt teilweise der Standard. Klar, so, Haftbefehl ist auch eine recht bekannte Band. Also mir sagt der Name Haftbefehl auf jeden Fall was. Vielleicht kenne ich auch einen Song und vielleicht mag ich auch einen Song, aber ich kann ihn nicht zuordnen, ist alles möglich. Chabos wissen, wer der Babo ist. Ja. Sagt mir trotzdem nichts. Manches muss ich nicht kennen, beziehungsweise den habe ich sicher schon mal gehört, aber ich weiß nicht mehr, ob der gut oder schlecht. Also, wie gesagt, Musik braucht er mich nicht fragen. dennoch. K.A. So. Weil, wie gesagt, ich bin halt nicht der Chabu Babu, aber das lässt sich nicht ändern. So, Haftbefehl natürlich scheint einigen Leuten zu gefallen, oder gefällt einigen Leuten, was heißt hier scheint, natürlich, aber es ist halt, wie gesagt, wahrscheinlich könnte es mir auch gefallen, wenn ich es mal gehört habe ich aber nicht. Ist halt so. Gerade in letzter Zeit höre ich sehr wenig Musik, muss ich zugeben, weil, ja, wie gesagt, durch YouTube, durch Welcome hier und so weiter und so fort, ist es halt immer schwierig. Icon Prophet schreibt, jetzt lässt er mich erstmal in Ruhe aufnehmen. Das ist fein, das ist toll. Okay, komm mal. Dann viel Spaß und bis später. So. So. Und mit und statt und ja, ist egal. So. Jetzt können wir direkt mal die Abkürzung nehmen. Und schlupp. Nennt mich Kiu, ruht sich aus. Hallo Kiu. Ja. Flupp, das haben wir. Okay, und dann können wir jetzt mal gucken. Dann kriege ich gleich wieder Verwandlungsflüssigkeiten. Habe ich überhaupt noch welche? Das wäre es ja natürlich. Ich habe hier noch Verwandlungsflüssigkeiten und kriege wieder neue. Aber ich glaube, die habe ich letztens alle weggeschmissen. Ne, das ist... Ich erinnere mich dunkel, die alle weggeschmissen zu haben. Ist okay so. So, Item Shop nicht. Hier, einmal so. Schlapp, 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 schlapp. Okay. Sortiert. So. Welche Süßigkeiten nehmen wir denn? Ja, alle. Verdammt. Kriegst ja alle. Mist. So, Quest starten. Ich frage mich jetzt gerade, wo gibt's denn hier die Belohnung? Gibt's die auch hier? Kaufen? Da wollte ich erstmal durchgucken, was haben wir denn hier? Halloween Cover. Okay. Hammer Helperhand. Verleiht einem Hammer Hauch von Halloween. Okay. Zauberstart. Also Halloween Cover sind jetzt nicht so meins. Hier Magieschaden, diese Teile der Gothic-Kultur und die Blumen dann mit für den Outfit von Amy. Sieht vielleicht cool aus. Dunkles Succubus-Kostüm, kleine schwarze Katze, Kürbislaterne, Fledermaushut. 7 Tage. 7 Tage, also alles nichts Großartiges jetzt ehrlich gesagt, aber ja, vielleicht machen wir irgendwas mit, wenn wir was kriegen, ist gut, wenn nicht, nur dann lässt sich es auch nicht ändern. So, oh, Selin hat sich, Zetit hat sich gerade verwandelt, in einen Zwerg oder was auch immer das sein soll, muss ich in ein Monster verwandeln, natürlich, da war ja was, blub. Ah, toll, gerade der. Na, mal gucken, wie weit wir kommen, mit dem Schneemann hier. Oh, warte mal. Das ist ein anderes. Verdammt. Das werden wir auf jeden Fall öfters machen. Das ist ja ein ganz anderer Tempel. Cool. Ja, amigo. Daumen nach oben. Daumen nach oben. Es ist nicht mehr derselbe Tempel wie vorher. Vielleicht ist die Karte dieselbe. Weiß ich nicht. Nee, ist auch nicht. Läuft sich schon ganz anders. Aber hat sich auf jeden Fall geändert. Ich finde das cool. Und ich habe mich verlaufen. So. Wow, wow, wow. Wow, 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 das Ding ist so scheiße langsam. Nein, nein, nein. Puh. Also,
Ja, ich habe jetzt gerade gar keine Ahnung, wo hier Weg und wo was. Auf jeden Fall cool. Gefällt mir. Gefällt mir. Ich habe keine Ahnung, wo ich gerade rumlaufe. Ich bin wahrscheinlich fast schon wieder zum Anfang zurückgelaufen. Aber das ist auch egal. So. Machen wir kurz hier Pause. Nee, ich gehe zum Anfang zurück. Okay, das geht auch. So, ich werde vielleicht den Weg nehmen. Ist vielleicht günstiger. Ist da gerade keiner da, der das macht, aber das ist egal. So, weißt du, was ich jetzt mache? Ich nehme mal hier die Versorgungslosigkeit raus. Wo ist sie denn? Ne, Kraft der Liebe nicht. Ja, Yeti, raus mit dir. Und dann sehen wir uns. Habe ich hier einen Bart? Ja, ich sollte mich mal rasieren hier drin. Okay, Leute, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis zum nächsten Mal und danke fürs Einschalten. Bis denn, ne? Und tschüss.